Hey ho und recht herzlich willkommen zu einer weiteren Folge zu Dirt Rally Tipps und Tricks. Diesmal wird es wie angekündigt um die Setups gehen, im Konkreten heute um die Schaltung und um die Bremse, weil ich möchte nicht alles in einem riesig langen Video machen, sondern das aufteilen, damit das Video nicht allzu lang wird. Und für den Rest brauche ich auch noch etwas Vorbereitungszeit. Daher heute nur Schaltung und Bremse, aber selbst da ist halt schon viel Wissenswertes dabei, für Leute, die sich mit Setups noch nicht so gut auskennen. Ja, vorweg, das habe ich in einigen Kommentaren schon gelesen. Es gibt halt Leute, die fragen sich so, ja, wenn ich Dirt Rally kaufe, muss ich mich da mit Setups beschäftigen? Nein, nicht unbedingt. Die meisten Standard-Setups, die es für die Fahrzeuge gibt, sind wirklich sehr, sehr gut. Also da muss man höchstens nur Kleinigkeiten ändern und teilweise, also eigentlich in 90% der Fälle muss man gar nichts ändern. Aber ganz klar, wenn man wirklich halt ab einem gewissen Level dann noch weiterkommen möchte, ist es natürlich wichtig, sein Auto dann nach seinen eigenen Belieben halt noch zu verändern. Das sind meistens wirklich nur Kleinigkeiten, aber das kann einen dann schon um einiges schneller machen. Und daher, ja, mache ich dieses Video, weil es halt einen einfach weiterbringt, wenn man da ein bisschen Ahnung von hat. Falls ihr keine Lust habt, euch mit den Setups zu beschäftigen, könnt ihr natürlich auch, sofern ihr PC Spieler seid, euch im Steam Workshop bedienen. Dort sind halt viele grottige Setups von Leuten, die auch keine Ahnung haben, aber es sind auch wirklich gute Setups dabei. Und wenn ihr halt merkt, nee, das Auto irgendwie gefällt mir das nicht und ihr wollt euch da nicht selber rantasten, könnt ihr euch da natürlich auch bedienen. Und wenn euch da noch irgendwas nicht so richtig gefällt, könnt ihr mit den Tipps, die ihr jetzt von mir bekommt, natürlich auch da wieder noch kleine Änderungen machen. Und so habe ich das auch schon oft gemacht, mir ein fertiges Setup irgendwie runtergeladen und das dann noch nach meinem Belieben ein bisschen verändert. Und ja, das Ganze mit den Setups ist wirklich ein verdammt komplexes Thema. Ich hoffe auch, dass ich hier nichts vergesse und keine Fehler mache. Das ist jetzt auch das erste Mal, dass ich mir wirklich ein richtig fettes Skript zusammengeschrieben habe, weil sonst würde ich halt einfach alles vergessen. Da es da halt auch sehr viele Abhängigkeiten voneinander gibt. Und eine Sache gibt es ja noch, es ist wirklich von Fahrzeug zu Fahrzeug komplett verschieden. Es gibt ja immer noch drei Antriebsarten: Heck, Front und Allrad. Da ist das schon unterschiedlich, dann je nachdem, welche Differentiale da drin verbaut sind. Ja, die Technik von alten Fahrzeugen und von neuen Fahrzeugen unterscheidet sich komplett und generell von Fahrzeug zu Fahrzeug. Da kann man wirklich nichts so komplett verallgemeinern. Also doch ein paar Sachen schon, aber es heißt nicht, dass ein Setup, was auf einem Fahrzeug funktioniert, mit Allrad zum Beispiel aus der 2010er Klasse, auf einem anderen Fahrzeug aus der 2010er Klasse auch mit Allrad funktioniert. Also das heißt das nicht unbedingt. Also für jedes Fahrzeug ist das komplett verschieden. Sehr komplex die ganze Sache. Und ja, natürlich, bevor ihr irgendwie ein richtiges Setup macht, wo ihr wirklich ins Detail geht, müsst ihr zumindest, wenn ihr das in einer Karriere macht, das erweiterte Setup durch Fahren freischalten. Aber das ist, glaube ich, jetzt jedem klar. Daher fange ich jetzt, glaube ich, einfach mal ja, mit der Schaltung an. Also, was muss man jetzt wissen, um das Getriebe richtig einzustellen zu können? Vorweg, das ist jetzt für die meisten natürlich offensichtlich, aber der Motor hat ein ja, Drehzahlband, quasi einen Drehzahlbereich, in dem er besonders gut arbeitet. Und wir wollen möglichst wirklich nur da bleiben. Das könnt ihr euch zum Beispiel vorstellen, wenn ihr ein Auto habt, gerade mit Turbomotor und bei niedriger Drehzahl beschleunigt, da passiert halt nichts. Da hat der Motor so wenig Leistung. Und es ist halt blöd, wenn man durch die Einstellung des Getriebes gezwungen wird, irgendwie in diesen Drehzahlbereich zu kommen. Meinetwegen, weil die Gänge zu weit voneinander entfernt sind. Das müssen wir auf jeden Fall vermeiden. Aber wichtig ist auch zu wissen, dass natürlich der Schaltvorgang jedes Mal Zeit kostet, weil während wir schalten, ist die Kupplung oder ja, ist halt ausgekuppelt, ne? Dann können wir nicht beschleunigen. Das heißt, je nachdem, wie lang der Schaltvorgang dauert, das ist bei einem neueren Fahrzeug wirklich egal eigentlich, bei älteren Fahrzeugen allerdings nicht. Also je älter die Fahrzeugklasse quasi 1960 ist das Schlimmste, würde ich fast behaupten. Da dauert das Schalten halt auch. Da wollen wir nicht ständig schalten, weil das kostet dann wirklich Zeit. Das kostet dann mehr Zeit, als wenn wir quasi in dem bösen Drehzahlbereich sind. Und darauf müssen wir halt achten. Ja, es gilt natürlich, dass die Beschleunigung bei kleineren Gängen immer höher ist und die Höchstgeschwindigkeit bei größeren Gängen natürlich dann höher. Das ist dann je nach Strecke unterschiedlich, was wir dann eigentlich brauchen. Aber
Im Großen und Ganzen gilt natürlich, der erste Gang darf nicht zu klein sein. Das heißt, wenn wir im ersten Gang zum Beispiel nur auf 30 km/h beschleunigen können und dann im Drehzahlbegrenzer sind, bringt uns das nichts. Das ist natürlich jetzt ein Extrembeispiel, aber ein paar Autos tatsächlich, die wirklich einen ersten Gang haben, den man gar nicht benutzen kann oder nicht richtig benutzen kann. Da fällt mir zum Beispiel ein, der BMW E30 M3 aus der 1980er-Klasse. Erster Tipp, den ersten Gang immer höher stellen, den zweiten auch ein bisschen höher, dann beschleunigt der super. Sonst ist der erste Gang einfach nur Übergewicht, sage ich mal. Und beim Mini Cooper aus der 1960er-Klasse ist es halt ähnlich. Der erste Gang ist wirklich nur zum Starten gut und danach kann man den auch nicht mehr gebrauchen. Dann, ja, der höchste Gang darf natürlich auch nicht zu groß sein, weil wenn ihr zum Beispiel niemals in den fünften Gang kommt, ist der halt auch nur Übergewicht und wir wollen möglichst alle Gänge halt verbrauchen, auch wir wollen möglichst alle Gänge nutzen, solange wir dafür nicht zu viel schalten müssen, das muss man natürlich auch wieder sagen. Und dazwischen, zwischen dem ersten und dem höchsten Gang, sollte das möglichst ausgeglichen sein, heißt alle Abstände in etwa gleich. Dazu gibt es aber wieder eine Sonderregel. Nämlich macht es Sinn, dort, wo quasi die Durchschnittsgeschwindigkeit der Rallye ist, sagen wir mal, bei irgendeiner Rallye ist die Durchschnittsgeschwindigkeit etwa bei 100 km/h, macht es dort Sinn, in diesem Bereich die Gänge dichter beieinander zu legen. Nicht viel, aber ein bisschen, weil wir dort dann einfach dichtere Gänge haben. Dichtere Gänge bedeutet bessere Beschleunigung, auch wenn wir ein wenig mehr schalten müssen, aber das ist dann meist nicht ganz so schlimm. Das ist halt, kann man beachten, muss man aber nicht. Ich mag es eigentlich persönlich lieber, dass die alle gleich weit auseinander sind. Aber das werdet ihr auf jeden Fall sehen. Einige Fahrzeuge haben das, dass irgendwie zum Beispiel Gang 3 und 4 plötzlich verdammt nah beieinander sind und die anderen dann wieder weiter auseinander. Das ist die Erklärung dafür. Es gibt noch eine Ausnahme, oder was man noch machen kann, ist bei Fahrzeugen, die sehr, sehr, sehr viel Leistung haben. Da kann man sich das so vorstellen, dass sie halt bei niedriger Geschwindigkeit, wo der Luftwiderstand noch nicht so hoch ist, unglaublich stark beschleunigen. Und da müsste man halt auch ganz, ganz, ganz viel schalten. Deswegen sind die ersten, zweiten, dritten Gang meistens weiter auseinander. Und je schneller man dann wird, also je höher die Gänge werden, die sind dann dichter beieinander. Das heißt, wir kriegen quasi so eine Kurve, wenn wir uns die ganze Einstellung dort angucken. Und das ist halt auf jeden Fall nützlich bei sehr, sehr leistungsstarken Fahrzeugen. Und ja, jetzt muss ich mal kurz in mein Skript gucken. wenn ihr im erweiterten Setup seid, seht ihr unten noch, beziehungsweise ist eigentlich die Einstellung, die Haupteinstellung, wenn ihr noch nicht im erweiterten Setup seid, diese, ja, für das, den Hauptgang, sage ich jetzt mal, ich weiß nämlich gerade gar nicht aus dem Kopf, was da steht, weil das Bild, was ihr jetzt im Video seht, mache ich erst nachher dran. Diese Einstellung beeinflusst das Verhältnis der anderen Gänge nicht. Das heißt, es ist quasi ein Gang, der ist nochmal vor dem Getriebe, also zwei Zahnräder vor dem Getriebe, und die beeinflussen halt das Verhältnis der anderen Gänge nicht. Mein Tipp an euch, wenn ihr ein Fahrzeug habt, was noch keine Upgrades drin hat, macht den auf jeden Fall kleiner. Da müsst ihr da nicht so viel rumfummeln, sonst müsstet ihr alles einzeln verstellen. Und weil ihr werdet mit einem Auto ohne Upgrades niemals in den höchsten Gang kommen, das kann ich euch jetzt schon versprechen. Und so sind die Gänge halt dichter beieinander, weil es wird zwar die Größe der Gänge beeinflusst, aber nicht das Verhältnis, wie gesagt. Und ihr könnt besser beschleunigen und kommt dann auch in den höchsten Gang, könnt ihr ihn benutzen. Heißt, höchster Gang ist kein Übergewicht. Und ich glaube, das wäre erstmal alles zu der Schaltung. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Und dann geht's weiter mit der Bremse. Ja, jetzt war das erste Thema mit der Gangschaltung ja schon recht komplex, aber mit den Bremsen wird das noch ein bisschen schlimmer und nach hinten hin mit den Differentialen und Aufhängungen wird es tatsächlich noch schlimmer. Also, was haben wir denn für Einstellungen bei der Bremse? Zum einen ist es die Bremsverteilung und den Bremsdruck. Ich werde, glaube ich, erstmal was zur Bremsverteilung sagen, weil das ist ein bisschen einfacher. Ihr müsst euch das vorstellen, die Bremsverteilung gibt an, wie stark wird eigentlich vorne gebremst und wie stark wird auf der Hinterachse gebremst. Das könnt ihr euch vorstellen wie bei einem Fahrrad. Da habt ihr ja auch zwei Bremsen
Und da könnt ihr ja auch einstellen, wie weit wollt ihr denn vorne bremsen, also wie stark wollt ihr vorne bremsen und wie stark wollt ihr hinten bremsen. Und ein Auto hat ja nur ein Bremspedal, aber wir können trotzdem einstellen, wie stark bremsen wir hinten und wie stark bremsen wir vorne. Und das ist diese Bremsverteilung. Es ist natürlich die Frage, ja, was bringt mir das denn jetzt? Beim Fahrrad ist euch ja sicherlich schon mal aufgefallen, wenn ihr hinten gar nicht bremst und ihr vorne nur bremst, fliegt ihr vorne rüber. Wenn ihr nur hinten bremst und vorne nicht bremst, also im Falle einer Vollbremsung, blockiert es hinten und ihr dreht euch dann oder legt euch auf die Fresse. Und genauso ist es eigentlich beim Auto, nur dass es nicht vorne rüberkippen wird. Ist die Bremsverteilung zu weit vorne, kann das sein, dass die Vorderräder blockieren. Und in dem Fall könnt ihr nicht mehr lenken. Das nennt sich dann untersteuern, weil ihr zu wenig steuern könnt. Und selbst wenn die Räder nicht blockieren, ist das halt spürbar, dass das Lenken schwerer wird. Und im Extremfall blockieren die natürlich und dann geht gar nichts mehr. Ja, wenn die Bremsverteilung nach hinten gestellt wurde, sagen wir jetzt im Extremfall ganz nach hinten, da bremst es vorne fast gar nicht mehr, dann haben wir genau dasselbe wie beim Fahrrad, dann blockiert das einfach hinten und wir drehen uns. Das ist halt auch schlecht. Und egal, wie ich das jetzt in dem Extremfall einstelle, sobald ich lenke, ist das halt immer schlecht. Also deswegen ist es halt wichtig, eine möglichst goldene Mitte zu finden. Das ist natürlich auch wieder beim Fahrzeug zu Fahrzeug wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Und das Ziel ist halt, dass möglichst die Vorderachse und die Hinterachse gleichzeitig blockieren würde. Allerdings kann man das je nach Geschmack noch ein bisschen unterschiedlich machen. Es gibt ja viele, die gerne die Hinterachse zuerst blockieren lassen, einfach damit sie bewusst halt besser in der Kurve reinkommen. Also bei Spitzenkurven, dann muss man halt weniger die Handbremse benutzen. Allerdings kann das zum Beispiel bei wirklich, wenn man von 200 irgendwie runterbremsen muss auf eine Haarnadel oder so, kann einem das natürlich zum Verhängnis werden, wenn das Heck dann einfach ausbricht, weil man zu stark auf die Bremse gedrückt hat. Daher, das ist auf jeden Fall eine Geschmackssache, aber am besten ist es, finde ich persönlich, wenn Vorderachse und Hinterachse wirklich zum gleichen Zeitpunkt blockieren. Ja, kommen wir zum Bremsdruck. Ich nehme das jetzt nochmal auf, weil meine Stimme gerade einfach mies abgekackt ist. Und ich hoffe, das wird diesmal ein wenig besser. Ja, was ist der Bremsdruck überhaupt? Ihr könnt euch das so vorstellen, wenn ihr das Bremspedal habt und das betätigt, wird der Druck, der in der ganzen Bremse erzeugt wird, natürlich je höher, je stärker man drückt. Und irgendwann haben wir das Bremspedal komplett bis zum Boden durchgedrückt und der Bremsdruck ist quasi dieser Maximaldruck, den wir durch das Bremsen erzeugen können. Das bedeutet natürlich, ein hoher Bremsdruck gibt uns die Möglichkeit, wirklich sehr, sehr stark abzubremsen. Der Nachteil ist natürlich, dass die Räder eventuell blockieren könnten. Jetzt können wir den Bremsdruck natürlich runterstellen, dass die Räder nicht mehr blockieren, aber darf natürlich nicht zu wenig sein. Das heißt, wenn ihr jetzt einen sehr, sehr, sehr niedrigen Bremsdruck fahrt, dann bremst ihr gar nicht mehr. Und da gilt es natürlich auch wieder, die goldene Mitte zu finden. Aber wovon ist es denn jetzt abhängig, wie wir den Bremsdruck einstellen? Zuallererst kann man sagen, der Bremsdruck soll wirklich so hoch wie möglich sein, ohne dass die Räder blockieren. Also die dürfen teilweise blockieren, zum Beispiel bei sehr, sehr, sehr unebenen Stellen. Natürlich bei Sprüngen oder wenn das Auto fast abtebt, also bei einer Kuppe zum Beispiel, und wir dort gerade bremsen, dürfen die dort natürlich blockieren. Das ist wirklich kein Ding. Aber sie sollten nicht blockieren, wenn wir halt bei Vollgas irgendwie auf eine Kurve anbremsen, weil das kann dann sehr, sehr heikel werden und halt zu einem Unfall führen. Das heißt, die Räder dürfen blockieren, aber sollten sie so wenig oder so selten wie möglich machen. Dann kann man noch beachten, es gibt ja schnelle Strecken, es gibt langsame Strecken. Je schneller man fährt, desto mehr Abtrieb hat man. Auch bei so einem WRC-Wagen, also bei einem Rallye-Wagen, ist das spürbar. Das heißt, je schneller ihr fahrt, desto stärker könnt ihr dann auch bremsen. Das heißt, bei wirklich sehr, sehr schnellen Strecken bringt ein hoher Bremsdruck ein bisschen mehr. Bei langsamen Strecken kann man eher auf einen niedrigen Bremsdruck setzen. Und natürlich ist das auch alles vom Streckenbelag unterschiedlich. Das kann man sich ja eigentlich denken, das ist total offensichtlich. Nur wenn ihr halt einen hohen Bremsdruck habt für schnelles Abbremsen, muss euch natürlich klar sein, das Blockieren der Räder ist um einiges wahrscheinlicher. Dann gibt es noch ein paar andere Abhängigkeiten, die allerdings Bauteile einbeziehen, die ich erst in der nächsten Folge euch erklären möchte. Ich nehme es aber mal vorweg, genauer eingehen werde ich dann halt darauf in der nächsten Folge.
Zum einen ist da natürlich die Federung. Je stärker oder je steifer die Federung ist, desto leichter ist es halt für die Räder zu blockieren. Ist halt klar, weil es kann dann immer mal sein, dass sie halt an Bodenhaftung verlieren bei Unebenheiten. Und wenn ihr eine sehr, sehr weiche Federung habt, ist es halt eher unwahrscheinlich, dass die Räder blockieren, weil sie dann immer am Boden bleiben. Und des Weiteren ist es halt tatsächlich sehr, sehr stark von den Differentialen abhängig. Wer keine Ahnung von Differentialen hat, wie gesagt, das kommt in der nächsten Folge. Aber ich kann erstmal ganz grob sagen, je lockerer das Differential ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass die Räder blockieren. Also da müsst ihr natürlich noch die Vorder- und Hinterachse beachten, mit der Bremsverteilung und so. Aber man kann das halt im Grunde so sagen. Deswegen mein Tipp, falls ihr das Differential auch einstellen wollt, dann macht zuerst das Differential und macht danach die Bremse, weil sonst müsst ihr es doppelt machen. Weil wie gesagt, ihr könnt den Bremsdruck und Bremsverteilung alles super einstellen, aber wenn ihr danach an den Differentialen noch arbeitet und dort ein paar größere Änderungen macht, dann blockieren die Räder trotzdem ständig. Oder ihr bremst gar nicht mehr, das kann auch sein. Und ja, wie gesagt, nächstes Mal soll es um die Differentiale noch gehen und bis dahin hoffe ich, dass es irgendjemandem helfen konnte. Und ja, also bis zum nächsten Mal. Haut raus!